So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch, neuer Hotfix. Und heute geht es weiter. Wir sind hier in Syrien und beim letzten Mal sind wir in eine Sackgasse geraten. Und ja, wenn man mal hier, ich habe mich jetzt mal hier ein bisschen umgesehen, wenn man sich hier ganz genau umsieht, dann sieht man, aha, da hat der Herr, wie auch immer er nochmal hieß, eine In der Bürste. windstillen Luft hängt der Gestank so rum. Das Gesicht des Standbesitzers ist keine gute Werbung für das Betreiben eines Kebabstandes. Das Gesicht des Stand. Man mit ihm reden, aber schon. Nochmal Hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Ich weiß gar nicht jetzt wirklich, was ich überhaupt machen soll. Was halten Sie davon? Sie kaufen Kebab? Ja, nein. Nein, 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 nein. Ich Na komme dann, nicht auf weiter. Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Oh, ganz gut. Wir müssen hier aber irgendwie. In der windstillen Luft hängt der. Ja. Das Gesicht des Standbesitzers. Das Gesicht. Wir suchen hier In der windstillen Luft. in der windstillen Aus Luft. der Nähe kann ich sehen, dass Fliegen Kebab lieben. Ah ja. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das Gesicht des Standbesitzers ist keine gute. Okay, ich weiß nicht, ob er die Bürste jetzt hier bemerkt hat, weil eigentlich bräuchten wir die anscheinend, weil wir sonst echt nicht weiterkommen. Reden wir nochmal mit ihm, mal mit ihm, mit Hallo ihm müssen wir Neo. reden. Hallo, Sir! Möchtest du wirklich diesen Ball? Sie wissen, dass ich ihn möchte, Sir. Bis dann, Weiterkommen wir Neo. da Und nicht. schaut sie. Neo, nee, nee, nee. Irgendwie brauche ich irgendeine Bürste, habe ich jetzt herausgefunden, auf jeden Fall, aber. Aber ich glaube, ich krieg die irgendwie nicht so In leicht. der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Ja, das weiß ich jetzt auch mittlerweile. Hä? Ich muss irgendwas mit dem Typen hier machen. Den anderen kann ich nichts machen. Der hat hier Obst und so, das hilft mir nicht. Der macht das ja hier nicht umsonst, damit man. Das ist doch nicht wahr. Der Kiebermann heißt der Arto, okay. Kebabverkäufer. Weiter zum Stand, an dem Junior seinen Warenfall bietet. Unterhalten Sie sich ausführlich mit ihm, insbesondere über Arthur, den Kebabverkäufer. Bieten Sie ihm während dem Gespräch einen roten Ball und der Junge erhält den Ball und sagt Ihnen im Gegenzug eine arabische Phrase, die Sie Arthur erzählen. Ich muss irgendwie von dem Neo muss ich den Ball geben. Ich meine, so weit sind wir ja eigentlich auch schon gewesen. Aber irgendwie will er ihn ja nicht. Reden wir nochmal. Hallo Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal Nimm doch weiterhelfen? einfach den Ball an. Was ist denn daran so schwer? Möchtest du wirklich diesen Ball? Sie wissen, dass ich ihn möchte, Sir. Sie wissen, dass ich ihn möchte, Sir. Ich habe irgendwas, glaube ich, vergessen. Ich weiß nicht was. Oh, ein Komödiant. Das erklärt manches. Ja, sei nicht so frech. Möchtest du wirklich diesen Ball? Sie wissen, dass. Möchtest du wirklich diesen Ball? Sie wissen. Möchtest. Sie wissen, dass. Ich will ihm doch nur den Ball geben. Hallo Neo. Nimm doch diesen blöden Ball. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Möchtest du wirklich diesen Ball? Sie wissen, dass ich ihn möchte, Sir. Dieser durchschnittliche. Moment, Moment. Warte, Moment. Nee. Geschrieben, Sie sprechen ja mit Ulta.
Ah. Ah. Ah, okay. Wir müssen erst nochmal mit Ulta reden. Und ihr wollt echt nicht wissen, mit was der Typ das hier gerade macht. Ihr wollt es nicht wissen, nein. Es ist nicht schön. Gehen wir nochmal da rein zu Ulta. Weil er wird uns auf jeden Fall helfen. Ich weiß, es ärgert mich selber, dass ich dafür das Lösungsbuch brauche. Aber das sind manchmal Dinger da, also wirklich. Und ich will die anderen, die das vielleicht machen, nicht runter machen. Aber ich finde das echt manchmal etwas... Boah. Reden wir nochmal mit Ulta. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Ah, genau. Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Ich hätte auch denken können, dass ich stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja? Und was heißt das? Manager kaufen wunderschöne neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen Toilettentür sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Dann okay, erstmal tschüss, Ulta. Möge gutes Glück Ihnen folgen, all überhin, Mister. Und die Bürste hat der Kebab-Verkäufer unten, womit er sein Kebab tröpfelt. Oder dreht, oder was auch immer er damit macht. Boah, da mal so Leute, da muss man mal wirklich drauf kommen. Ich meine, man sieht die auch nicht mal so. Also, man sieht sie ja, aber darauf zu kommen. Obwohl, naja. Hätte er eigentlich drauf kommen können. Ich hätte einfach nochmal mit dem Ulta reden sollen, nachdem ich das Schild angeklickt habe und ich weiß, was da drauf steht und er kann es ja. So, jetzt gerade gucken wir uns hier nochmal den Typen an. Da labern wir nochmal mit ihm. Nochmal hallo, Sir. Mein Kebab-Koffer. Hallo? Kebab? Ja! Na nicht. Dann, auf. Ja, dann gucken wir uns ja das nochmal an. In der windstillen Luft hängt. Ja, das ist jetzt schön. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Sie hat wohl nie das Innere einer Klosettschüssel gesehen, ist aber dennoch wenig appetitanregend. Gut, aber die kriegen wir nicht so einfach. Okay, dann müssen wir mal gerade mit Neo reden. Auf jeden Fall weiß ich... Hallo Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Unter Umständen, vielleicht. Ja. Unter Umständen, vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. Kaufmann? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Der Ball. Eine Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? Warum zurückhaben? Er kriegt... Was heißt zurück? Er hat ihn doch noch nicht mal gehabt, aber okay. Also gut, hier ist er.
Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il Akelkalb. Il Akelkalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Oh. Okay. Ja, was genau bedeutet Il Akelkalb? Ja, ein höflicher und freundlicher Gruß. Er wird alles für Sie tun. Mhm. Das kommt mir sehr suspekt vor. Bis dann, Neo. Und Tschaozi, Sir. Warum sollte jemand etwas tun, nur weil ich sage Il Akelkalb? Was auch immer das heißen mag, wahrscheinlich. Aber. Na gut. Hallo. Nochmal Hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Il Akelkalb? Oh. Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit. Oh Gott. Ich glaube, wir gehen mal da hoch. Ich glaube nicht, dass wir da runtergehen sollten. Zumindest nicht jetzt. Sprechen wir nochmal hier mit... Wie auch immer ihr nochmal hieß, ich merke mir den Namen gerade nicht. Da bin ich wieder, Ulta. Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. Was bedeutet Il Akelkalb? Wer sie das beibringen? Neo sagte mir, ich solle das zu Arthur sagen. Und Arthur dann rausholen, riesig Messer und nachlaufen. Oh ja. Genau, woher wissen Sie das? Ich kenne Arthur. Sie ihm sagen in mörderisch mies Arabisch, sein Kebab gemacht aus Hundefleisch. Ich habe ihm gesagt, er kocht mit Hundefutter? Kein Wunder, dass er ausgerastet ist. Nein, Ultar, nicht meinen Fleisch für Hund. Ultar, meinen Fleisch von Hund. Ui. Oh. Wir sehen uns noch, Ultar. Okay, wir gehen nochmal zurück. Möge es Ihnen höchst gut ergehen, werter Herr. Ja. Da bin ich wieder. Nein, wir wollen gehen. Nichts, raus, wir möchten raus. Obwohl, warte. Ich will nochmal hier mit ihm reden. Der ist lustig. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende, wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Oh, schade. Naja, ein paar Brocken Arabisch kannte ich schon. Aber es wäre weder schlau noch höflich gewesen, sie hier anzubringen. Oh ja. Och man, ich fand das lustig, als er hier was gesagt hat. Als er so... Okay, ist eigentlich nicht lustig, aber... Hat irgendwie das Ganze ein bisschen spaßig gemacht. Jetzt hoffen wir, dass wir da unten nicht getötet werden. Da habe ich mich keinen Bock drauf. Ich speichere mal ab. So, wir speichern mal ab. Und gehen dann mal runter. Und hoffen, dass er uns da nicht absticht. Ah, da ist er ja. Reden wir nochmal mit ihm. Wo ist die Bürste hin? Nochmal Hallo, Sir. Oh, oh. Oh, dreckig. Schlecht. Okay, ich gehe. Ja, und jetzt? Wir gehen nochmal zu Nio. Hallo Neo. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nur mal langsam.
Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Oh ja. Ihre Bürste, Sir. Hurra, die Bürste. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Wenn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Hat auch immer irgendeine Ausrede. Okay. Gut, wir haben die Klobürste. Ist schon gut. Dann gehen wir mal jetzt wieder hier lang. Und bringen ihm die Klobürste. Dann können wir nämlich auf dieses Klo gehen. So, da rein. Das ist immer so ein Laufweg hier und der kann ja auch nicht mal laufen. Ist ja so schwer zu laufen, ne, George? Aber bei der Ziege oder beim Ziegenbock, beim Geißbock, was auch immer, da kann er laufen. Wie er laufen kann. Hier kann er nur gehen. So, hier haben sie ihre Klobürste wieder. Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabenen Gegenwart erneut wieder. So, hier ist die Klobürste. Schauen Sie, ich habe die Toilettenbürste zurückgeholt. Sie, Mann der Tat, allerdings. Ah, ja. Nicht Ultar zuwedeln, Manager geben. Ach. Dann erstmal tschüss. Möge. Hallo. Abermals einen Wunder. Es hat wohl nicht, wenn, naja, aber es... Na gut, dann halt so. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine Tief... Wenn ich... Naja, aber es wäre... Hier ist Ihre Bürste, Sir. War nicht einfach, sie wieder zu bekommen. Das kann er sich ja wohl freuen. Der Manager nimmt die Bürste, gibt mir die Toilettenschlüssel als Belohnung und geht. Worum ging es denn? Manager sagen, bah. Anschauen Zustand hier. Brauchen viel Säuberung in Putzmittel, bevor mögen. Das hat er alles gesagt? Körpersprache sagen auch viel, Sie wissen. Oh ja, oh ja, oh ja. Und dann können wir ja jetzt mal auf die Toilette hier gehen. Mal gucken, was da drin ist. Außer in der Toilette. Auch wenn er nicht mehr drin sein kann. Nö, mehr kann er nicht drin sein. So. Wo können wir dran ziehen? Können uns im Spiegel angucken. Spiegelbild ist so ein Ding. Mal Wasser an. Gehen wir mal aufs Klo. Ach du Scheiße, es ist so ein Klo. Ich habe seit heute Morgen noch nichts getrunken und ich muss nicht auf den Topf. Da muss man sich draufstellen, in die Hocke hängen.